Wir haben jetzt unser kleines Partyspiel. Barbara, du gibst eine Party. Das heißt, du musst dir den Kopfhörer aufsetzen und dich von uns abwenden. Das mache ich denn gerne. Denn du kennst deine Gäste ja noch nicht. Na. Mann, Barbara? Musik, bitte. Ich höre noch gar nichts. Ah. Unterhaltet euch ruhig schon mal ein bisschen. Nee, lieber nicht, weil dann hörst du uns. Ich höre so ein atlantisches Rauschen eher. Ist da nichts drauf? Nein. Aber auf deinem Aber wir Kopfhörer. Hören was. Jetzt geht's los, ja! Achtung! Baba! Ja, okay. Kann nichts mehr hören, die Frau. Also passt auf, Kinder. In der Reihenfolge, wie ich euch jetzt eure kleinen Rollen gebe, kommt ihr gleich auch als Gäste zu der Party. Als erster Mirko, du bist ein Luftgitarrist, der sich vor seinem Auftritt Mut antrinkt. Als zweiter kommt Max, du bist der Osterhase, der gerade gefeuert wurde. Und als dritter kommt Olli, du bist ein Staubsaugervertreter, der früher Drill-Instructor war. Ich finde, das sind drei schöne Gäste und wir sind gespannt, ob er was rauskriegt. Ich komme jetzt wieder mit. Also ich habe wieder kleine Dinosaurier-Baby-Steps gemacht, damit du mich spürst. So. Ich feiere irgendeine Party, ja? Pass auf, Party ist und hier kommt dein erster Gast. Oh, ich bin so gespannt, wer alles kommt. Hi! Sag mal, hast du was zu trinken? Hey, Axel! Hast du ganz hier was zu trinken? Ja, was willst du? Whisky? Ja, trink! Willst du Knieschoner? Ich hab Knieschoner im Bad. Ich hätte gerne noch was zu trinken, Moment. Okay. Jetzt geht's, glaube ich. Was trinkst du denn die ganze Zeit? brauchst du eine Gitarre? Nee, ich würde noch was trinken, ja. Okay. Hallo? Hallo! Oh nein! Warum bist du denn so traurig? Ich hab dir einen Eiersalat mitgebracht. Das ist aber nett. Komm rein. Hey, sind das Karotten? Ja. Es gibt Kaninchenkeulen. Willst du eine? Nee, ich hab so schlechte Laune, ich muss mich betrinken. Hey, ist das Eierlikör? Ja. Hast du die Gitarre wieder gefunden? Ja. Nee, ich wechsle die mal aus. Moment. Okay. Hallo? Blasen und saugen, das kann er und später noch für Schlechtlöcher. Sag mal, okay. Ganz schön dreckig da unten! Ja, es tut mir leid. Ich hab nur im Wohnzimmer gesaugt. Sollen wir mal ins Wohnzimmer gehen? Na, wenn Sie den richtigen Sauger haben! Wir können im Wohnzimmer, wir können da reinmarschieren. Vielleicht ein paar Tüten? Ja, gerne. Okay, das ist doch wunderbar! Ja, das finde ich, oh! Hey, kann ich vielleicht bei euch anfangen? Mach mal 10 Liegestütze! Ach du Scheiße. Eins, zwei, drei! Das ist doch nicht das Richtige für einen Hasen. Steh mal auf. Da sind ja deine Eier. Ja, die sind ja nicht zu übersehen, du kleiner Sack. Lustige Mischung, Mann. Also. Geile Party. Ja. Mir geht's gleich viel besser. Also ich merke schon, hier ist der Osterhase, der die ganze Zeit, wenn nicht Ostern ist, total Sehnsucht nach Eiern hat, oder? Ja, es ist schon der Osterhase, aber er ist traurig, weil ihm ist was widerfahren, was seine Existenz ist. Dir ist dein ganzes Eierkörbchen verloren gegangen. Hast du die vielleicht einen Job für mich bei euch? Halt die Fresse! Du bist entlassen worden? Ja! Oh nein! Und jetzt zu dir, du kleinem Vertreterarsch, der früher in der Bundeswehr vielleicht eine große Nummer war. Aber seit du hier Live-Hide-Vertreter bist, bist du nicht mehr halb so gut wie früher. Na, wo ist denn die Gitarre? Die Gitarre ist weg. Bist du Axl Rose? Fast. Der, du hast also die Zunge, ohne Gitarre. Du bist ja, Axl Rose bei einem Luftgitarrenwettbewerb. Er ist einer von denen, die die Gitarre spielen, aber ohne eine in der Hand zu haben. Oh na, ohne eine da zu haben? Du bist ein Luftgitarren... Ja.
Meister. Pantomime, ja. Ja. Man kann das sagen. Aber. Was hat er die ganze Zeit? Aber? Er hat noch was getan. Er hat, du bist auch noch Alkoholiker? So ist es! Das kennen wir doch von DSDS. Luftgitarre und dabei saufen. Ich wollte gerade sagen. Der Klassiker. Wie immer bei RTL. Aber das waren fast ja Punktlandungen, kann man sagen.